Rapplarü 2. Ey, passt mit den Soundmods. Unter www.rap-la-rü.de. Baba. Ihr müsst schnell sein. Es sind 250 Tickets. Es ist genug. Sichert euch die Plätze, Dreddys. Ich weiß nicht, ob es noch Abendkasse geben wird. Das heißt, ihr kommt nur, wenn ihr euch ein Ticket schon bereits vorbestellt habt. Ey, stellt euch mal vor, ihr steht auf dieser Bühne, ihr verkackt einfach euren Text. Niemals. Bruder, ich schreie euch so an wie bei dieser TikTok. Erinnert ihr euch noch? Fußballtreten. Boah, ja, Mann. Erinnert ihr euch noch? Das war, glaube ich, in dieser Phase. Was Haaland für ein Landsmann? Argentinier. Und halb Puerto Ricaner. Mit brasilianischen Wurzeln. Und TikTok-Kommentare. Und TikTok-Kommentare. Folge 7. Rotes Licht, grünes Licht. Und Red Bull. Was geht ab, Dreddys? Zum vorletzten Tag hier in Marokko, in Marrakesch. Alano, I love you, Alano. Ich glaube selber nicht, dass vor mir heute die Top 8 steht. Ja? Wenn man überlegt, wo wir angefangen haben. Runde für Runde, Runde für Runde. Bruder, Walla, es macht mich traurig. Ja. Guck dir mal an, wie viele Leute nur noch da stehen. Walla. Walla, es macht mich traurig. Ja, Mann. Also ich sag dir ehrlich, wenn ich jetzt du und Abaya wäre, ich wüsste gar nicht, Walla, wer jetzt noch raus könnte. So. Also ich hätte zum Beispiel voll schwer jetzt zu entscheiden. So. Ey, sei mal ehrlich, Amur, ja? Weil das ist kein Leak, okay? Nein, Bruder. Letzter Tag. Mhm. Wie sehr hast du gezittert von 1 bis 10? Bruder, du warst maximal weg, Cousin. Ja, ich sag dir ehrlich, schon viel, ne? Ja. Aber irgendwie dachte ich mir auch, egal auch wenn... Wenn ich jetzt rausfliege, so, guck mal, wie weit ich gekommen bin, Walla. Hast du recht, das ist eine gute Eigenschaft. Bruder, ich schwöre auf alles. DJ E-Style, mein Bruder, dankeschön für den Sub, DJ Cousin. Weil, Bruder, stell mal vor, guck mal. Gio hat Joker bekommen, Eamon hat Joker bekommen, ich hab Joker bekommen. Walla, stell mal vor, die werden, wir werden jetzt einfach alle drei raus. Walla, ja, weißt stimmt. Du? Stimmt. Krass, ja, Walla, krass. Und jetzt stehen wir hier. Und bei mir aus Joker. Euch sind Stars gewachsen. Ihr geht auf die Straße und Leute machen Fotos mit euch. Ihr kamt hierher mit einem Traum. Ihr habt gerappt oder auch gesungen. Und vielleicht haben sich ein paar Leute in eurem Freundeskreis über euch lustig gemacht. Und vielleicht haben Leute auch nicht daran geglaubt, an was ihr geglaubt habt. Und eine Sache habt ihr... Walla, seid mal ehrlich. Hätten alle eure Jungs, und nicht die dabei sitzen, weil da müsst ihr Rücken geben, hätten alle eure Jungs gedacht, dass ihr das schafft? Bruder, nein. So viel Streams, wie ihr jetzt macht, niemals, Cousin. Niemals, Walla, niemals. Bruder, ist gerade voll schön, was du gesagt hast. Ja? Weil die Leute glauben nicht daran, Bruder. Bis man es denen beweist, ja, Bruder. Bis man zeigt, dass man es wirklich gemacht hat, Bruder. Nur, ey, Dankeschön an alle Subs, ich lese dich später vor, ich liebe euch. Viele feiern alle dich gemeinsam. Nicht. Und erst wenn du diese Zahlen machst, dann feiern die dich auf einmal. Auf einmal, die kennen dich seit... Ihr habt allen gezeigt. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Weil auch vor der Endstation gibt es einen Halt. Und der ist heute. Heute verlassen uns zwei Leute. Die Challenge heute heißt rotes Licht, grünes Licht. Ihr werdet euch jetzt in Duos zusammenfinden und dann eine Entscheidung treffen müssen. Bitte sucht eure Partner aus. Ey, Hirwat, dankeschön für 5 verschenkte Cousin. Heftig. Aber merkt ihr die Stimmung auch? Hinter uns? Angespannt. Der erste Tag. Alle und der rote Raum. Die Challenge für heute ist es, einen Duo-Song zu machen. Der Haken an der Sache ist, dass
Das Thema wird euch vorgegeben und die Stilrichtung. Darum wählt weise. So, das erste Duo kann nach vorne kommen. Haaland Ammo. Entweder drinnen bleiben oder ausscheiden. Entscheidet euch für einen Raum. Bruder, sogar die Farben passen, ne? Was haben wir jetzt? Rot oder grün? Bruder, ich würde sagen rot, ja. Bruder, glaub mir, das ist eine Täuschung. Mit grün, wie schön. Komm, wie schön. Ich sag mir ehrlich, ich hab eh rot an. Von mir aus können wir in rot reingehen. Aber ich dachte, du sagst grün. Wallah, ich dachte, du sagst grün, weil du grün an hast. Er ist einfach rot. Ja, dann komm. Ihr entscheidet. Ich mache jetzt eine maximale Fitnerfrage. Was denn? Hättet ihr euch bis zu diesem Zeitpunkt für jemanden anderes geopfert in der Villa? Wallah, aber ihr müsst ehrlich antworten. Mit Eier, Cousin. Hättet ihr euren Platz gegeben für jemanden anderes? Die jetzt überleben? Also die jetzt noch drin sind, meinst du? Ja. Ich äußere mich nicht ohne meinen Anwalt. Wallah, stabil. Ehrlich? Soll ich ehrlich sagen? Wallah, ich hätte niemals Cousin. Bruder, habe ich mich jetzt für die beworben oder für meine Mutter? Boah, Bruder, Ansage, Cousin. Sehr, sehr stark. Letzter Tag wird ehrenlos, Dreddies. Ehrenlos, Dreddies. Voilà. Wasch, wasch, wasch. Schließ bitte die Tür. Boah, Holland, holländische Liga, Eredivisie, Marseille-Style ist da. Ich wollte es ehrlich nicht. Warte, ich wollte nicht. Ja, Mann, Youngster. Also mit Z. Mit Z. Spau. Du hast einfach die Tür angemalt. Guck mal. Guck mal, wie stolz. Ich war so stolz. Ich wäre so schön geworden. Haben wir Schicksal in die Hand genommen. Dario, mein Bruder. Danke. Kauta Gio. Komm bitte nach vorne. Manche Entscheidungen kosten einen das Leben. Ihr dürft entscheiden. Grün oder rot. Rotes Licht, grünes Licht. Grün. Wir gehen in grün, ja? Bitte schön. Wenn ich sterbe, ziehe ich euch mitten in den Tod. Scheiße. Oh nein. Ich kann das gar nicht. Ich auch nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Was für ein Traum, ja. Das ist cool. Das ist auch cool. Das ist cool, das ist nicht cool, ne? Ich hab das doch nie mal mehr gemacht. Ich hör das nur. Das kriegen wir aber hin. Ich brauch einen Kaffee. Alter. Mit Schuss. Ein Kaffee mit Schuss. Was machen wir? Ich brauche einen Songwriter. Was machen wir jetzt? Ich brauche keine Hilfe. Wir müssen jetzt einfach improvisieren, glaube ich. Ich habe auch Say-Type noch nie gemacht, aber ich höre ja. Also ich höre ja Musik. Also schwer. Was heißt Traum? Aber das ist Traum ist ein Thema. Ich habe schon mal erzählt. Das ist locker, aber das bockt mich nicht so krass an. Ich bin ehrlich, ja. Ja, weil wir haben ja die Sachen ausgesucht, weißt du? Wir haben uns gedacht, hey, was passt einfach, Cousin? Eigentlich bei dir wollten wir Fußball-Alliance aufschreiben, da habe ich gedacht, nein, Bruder, Haaland ist viel größer als nur Fußball-Alliance, weißt du? Und dann haben wir gedacht, Bruder, bei Haaland Gio ist schwer, Bruder. Ja, Kauta Gio meinst du? Kauta Gio ist maximal schwer. Ja, Mann. Was hat Gio mit Traum zu tun, Cousin? So. Was für Traum, ja. Aber Herausforderung, cool, ja. Das ist cool, wir erzählen meine andere Perspektive. Ja, okay, komm. So, glaub an deinen Traum mäßig. Kriegen das hin. Also, komm. Nuhat Brel. Man hat gemerkt, in den letzten Tagen seid ihr eng zusammengewachsen. Oh, sie waren wie Arschbacken an diesem Tag, ja? Vielleicht trennt euch diese Entscheidung. Wählt ein Raum. Die Arschbacken.
Rot und Grün sind ja eigentlich. Die waren hast schon du gebraucht, um es zu realisieren. Die waren schon mies eng miteinander. Man hatte schon so Ding, weißt du? Jeder war so mit dem Typen, mit dem er am engsten ist. In dieser Runde, ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Jeder war mit demjenigen, mit dem er so am closesten ist. Meine Frau, fehlt nur noch Geld, dann wäre ich schon cool. Mein Zellen noch Sahne. Ich Sahne, Glas Rot, oder? Wie geil war das? Grün Sahne, Glas Rot. Ich will Grün Sahne, Grün, Glas Rot. Ich nicht Glas Sahne, Glas Rot. Brel wollte unbedingt in diesen Raum reingehen und nicht in diesen Raum. Ah! 2-2-2-2-2-2-1-2-1. Ach, scheiße. In dieser Raum war ein bisschen warum kleiner. Warum? Ah! Ah, da steht Teil. Oder ich dachte Marrakesch, Strand, ich Sonne, gesagt, dies, die rote das. Tür nehmen. Ich hab dir gesagt, lass die rote Tür nehmen. Und du sagst grün. Wir sind geknallt. Wir sind miese geknallt. Straße. Aber egal, Bruder. Nein, Bruder. Wir holen die Straße. Passt halt null zu Brel. Ja, aber nee, mies Boom-Map. Zu Nuad unnormal. Ja, zu Nuad unnormal, aber zu Brel. Straße nach Marrakesch, ja, Menach. Wir sind geknallt. Wir holen die Straße hier hin, Bruder. Wir werden doch alle die. Mir wäre klar, egal wo Brel da hingeht, der meistert das. Der macht das. Ja, ja, der ist so ein krasser Künstler. Wir waren aber am Endeffekt mit seinem Part nicht ganz zufrieden, Bruder. The Jewel und dies und das machen. Wir bringen Boom Bap, mein Bruder. Jetzt kommt sie wieder in eurem Kopf. Ja, aber lass mit Bellos machen. Bruder. Digga, wir hätten Rot nehmen wollen. Aber egal. Bruder, scheiß drauf, Bruder. Komm, wir gehen jetzt raus. Haraga, Haraga. Kommt nach vorne weiter. Auch ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wildweise, weil einer von denen wird sich wahrscheinlich jetzt ärgern. Rotes Licht, grünes Licht. Rot, ab geht's ihr beiden. Skandal, jedes Mut. Kann mir jemand erklären, was das ist? Ghetto House. Der wusste nicht mehr, was das ist, Bruder. Was ist das? Ghetto House, der Walla. Ich weiß Bruder, keine Ahnung, aber er hat es geschrieben. Aber ja, Bruder. Ey, Bruder, lass Ghetto House machen. Ghetto House Type. Bruder, was ist das, Bruder? Sammy, tu einfach so, als ob du es wüsstest. Yeah. Okay. Type. Bruder, wir haben genug Sachen. Irgendwas wird dazu passen. Ja, ich weiß immer noch was. Und wir sehen uns gleich. Okay. Ihr kennt eure Stilrichtung. Ich hoffe, ihr habt den passenden Song mitgebracht. Zwei Duos gehen morgen früh ins Stechen. Und zwei Duos kommen heute direkt weiter. Es gibt noch einen anderen Gewinn. Die zwei besten Künstler von euch dürfen morgen noch einen Song miteinander performen in der letzten Folge. Gibt Gas. Ich wünsche euch viel Glück. 1000%. Wir haben nie versucht, uns irgendwie anzupassen, dass Leute unsere Musik fühlen oder sonstiges, sondern immer nur das gemacht, worauf wir Bock haben. Und ich kann nur sagen, darauf bin ich wirklich stolz. Ich bin stolz. Ich schwöre auf meine Mutter, Bruder. Ich hätte niemals gedacht, also Brel ist einer von wenigen, Bruder, wir sind Brüder mittlerweile. Magi. Diese ganze Story. Also kurz, um auch den Chat zu erklären. Die treten jetzt zu zweit gegen zwei, gegen zwei, gegen zwei an. Es gibt zwei Gewinner-Duos und zwei Verlierer-Duos. Wir sind ja ekelhaft. Wir haben bewusst, wenn zwei Leute verlieren, müssen die beide gegeneinander antreten dann wiederum. Und wir wussten, ihr seid immer am engsten, immer am engsten. Und was für eine Fitna ist es, wenn ihr dann gegeneinander antritt? Sorry, hier die ganze Geschichte hier, das ganze Turnier hat uns auf jeden Fall enger gemacht. Auf jeden Fall. Deshalb, Bruder, ich freue mich auch schon, wenn die Songs rausgehen, wie die Leute das feiern. Ja, Mann. Willkommen aus dem Ghetto, sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung, sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Life, da wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo,
sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Ghetto, weil wir den Hunger gewohnt sind, weil hier keiner verschont wird. Was weißt du schon von Schmerz in meiner Brust? Einstecken und verteilen, das lernst du in der Hut. Schwere Männer gehen kaputt, häng bis morgens im Café. Ein Wort über Mama, eine Bombe und du schläfst. Sieh von außen, nein, es ist die Kontrolle, die uns fehlt. Kinder der Sonne können die Sonne nicht mehr sehen. Richtig, wir sind Kinder der Sonne. Von Deutschland bis nach Rojava, wir waren nie willkommen. Deshalb spart mir diese Frage, warum seid ihr so kalt? Mann, ich hol mir, was mir zusteht, wenn es sein muss mit Gewalt. Wir kommen aus dem Ghetto. Sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung. Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Leid. Da, wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo? Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Ich geh mit Paranoia schlafen, wach mit Paranoia auf. Bin seit Jahren auf den Straßen, Mama wartet noch zu Haus. Ihre Tränen sind getrocknet, doch die Haare werden grau. Meine Psyche ist gefickt, dabei ich schalte das schon aus. Street Life, laufe mit gehobenem Blick. Denn jeder Pisser will dich testen, wenn die Kohle nicht stimmt. Du machst gerne ein auf G, machst gerne ein auf Free. Doch wir beide wissen, du hast deine Homies gesicht. Wir singen. Walla, der hat alles gefickt. Der Vrede ist gut, ich schwöre, Digga, der ist ja? Gut, er ist gut, Digga. Jasmin, danke schön für den 11. Also so wie Tobal. Ich komm vom Geld und Mann, ich hab es mir verdient. Ich brauch kein Mitleid, Digga, welcher Zustand. Ich hoffe durch mein Viertel und sie singen meine Musik. Wir kommen aus dem Ghetto. Sag mir nicht, dass du uns kennst. Hier gibt es keine Rettung. Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Immer nur dasselbe Leid. Da, wo keiner sich die Hände reicht. Hörst du das Echo? Sind die Lichter blau, dann rennen sie weg. Ghetto, 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 why Ghetto? Baba, Digga. Boah, also für mich war der Song, ich glaube, einer der stärksten, also, ich weiß nicht. War eine 10 von 10, sag ich euch ehrlich, Jungs. Ja. Oh, Pause. Ja. Ich würde sagen, einer der stärksten Songs heute, das war der erste. Ja, ja, ja. Killer, Walla. War ehrlich ein super Song, ja, muss man euch lassen. Aber ich sag ehrlich, ich bin's nicht anders von euch gewohnt. Und auch nicht man anders muss von. Ich ehrlich sagen, die beiden sind immer konstant gut, Bruder. Ja, die beiden Top gehen 8 immer von Rap Larue. Ja? Generell, wer da noch nicht konstant gut ist, Bruder, ja, der hat nichts zu suchen. Ja. Ich bin fasziniert von dir, dass du auf diesen Style trotzdem klarkommst. Das zeigt einfach nur, wie vielfältig du bist. Ja? Und du siehst extrem gut aus, Noah, du auch. Ja? Also nochmal Applaus für euch. Dankeschön. Was ich sagen wollte, danke an das Team von Rap Larue. Ihr seid die absoluten Macher. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu sein. Mit euch macht das Arbeiten Spaß. Mit euch macht sogar Spaß, wenn ihr uns anschreit. Ja. Randy. Ey, warte, warte, warte. Ey, Bruder. Ey, ich liebe den, Walla. Bruder. Boah, du bist davor, gell? Ja. Ey, Randy, mein Kabel ist raus, glaube ich. Ehrlich? Ich höre nichts mehr. Aber da läuft auch nichts. Wenn ihr uns anschreit. Nein. Walla, shit, Cousin. Ah, jetzt, das hier war locker. Okay. Bruder, der sagt das, weil kurz davor, gell, gab es ein bisschen Streit, Bruder, gell, mit Randy. Und wir waren auch in dem Raum, Bruder, und die werden gerade angeschissen, gell. Ich und Ammo, wir gucken uns an, wie so. Wir gucken so nach unten. Kennst du das, wenn Lehrer anschisst? Und du darfst nicht lachen. Und Bruder, ich habe auch ein Video gemacht, gell, von nein! Mir. Von mir, also Walla, da waren, ja. War schon fett geredet. Ja. Ich guck mich so an. Guck so nach unten, ich film so zu dem Bruder, wir mussten so noch. Aber erinnert euch mal, guck mal, was für ein Schicksal. Ich hab euch doch, euch beide an diesem Tag doch auch Todes angeschrien. Unnormal. Wir wollten ein TikTok drehen, wir kommen da so reingerannt, gell, und die nehmen gerade irgendwas auf. Ich glaube ein Interview, ich glaube sogar dieses Interview. Ich glaube sogar dieses Interview, Bruder. Eigentlich müssen wir dieses Video zeigen, Bruder. Ja, zeigt. Wir posten das, wir posten das, guckt euch das an. Bruder, ich dreh durch, sag, hey! Das war hart, ehrlich, Bruder. Ey, seid ihr behindert, oder? man hört sogar auf diese Video noch ein bisschen. Nein, Bruder, oh mein. Was macht ihr da, Jungs? Weil, Bruder,
Die machen da Dings, die machen ein Interview, ich komme einfach wie Haaland reingerannt und der kommt rein. Ich gucke euch an, ich denke, es ist nicht euer Ernst, Alter. Walla. Randy. Macht Spaß mit euch, macht sogar Spaß, wenn ihr uns anschreit. Randy. Es geht seit 8 Minuten. Warte, warte. Ich glaube, ich ehrlich. Es geht seit 8 Minuten. Eine Sache muss ich nur sagen, ich bedanke mich auch bei Rap LaRue. Davor, vor Rap LaRue, war ich ein Penner. Jetzt bin ich ein Penner, die mich kennen. Bings, dankeschön für 9. P, dankeschön für die frischen Plan. Igor, dankeschön für das. Ey, Wallah, wir sind dafür nicht gemacht. Guck mal, was für eine Performance jetzt, Digga. Ich muss den Song laut hören. Stadt wie Freund durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Guckt euch mal bitte meinen Gesichtsausdruck an. Walla, ich war von deren Performance, ich war geschockt. Bruder, das ist... Guck mal, wie die performen, Bruder, die leben beiden, das. Ne, die beiden, du kannst die 3 Uhr nachts aus dem ich Schlaf wecken und sagen, ey, du musst jetzt performen, die stehen auf. Ich schwöre, und wie, Bruder? Achtet mal drauf, guck mal. Glaub mir, wir haben's da. Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Die Kurve hast, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Alles dreht sich, alles dreht sich so wie in einem Cartoon. Schuf, immer noch Schuf. Aus dem Batimo fragt mich immer noch, wo bist du? Hey! Dein Brief zieht ne Leine und ich zieh ihn dann die Ohren lang. Wir beide sind noch Freunde, denn ich bring die Drogen ran. Er hat kein Geld für seine Miete, aber für Ballons. Verkauf ihn eine Flasche und er fühlt sich wie im Trance. Fühlt sich in Trance und er singt Papa und ihn. Gib mir ne Chance und ich tu dir weder weh. Bin auf Balance, ein paar Kaffee und Besone. Tu ich dir leid oder ist es schon okay? Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Vor Jahren war alles ein Traum, wenn du Kelly brauchst, Bruder, bin da. Gib mich über Geld, du hast auch schlief, Feinde der Hut, steh auf als Star. Ich krieg nicht über Ballung, seh alles verschwommen, weil ich die Ballast. Wow! Bruder, mach Schock, der Teufel, Bisu, nicht den Kontakt. Ruja, Harra, Galampe, du sah mal ein, du schlief, Papa, Sport. Scheinmal, du nicht in Europa, Papa, bei Damon, Amor. Fuck, bist du noch wach? Samhini, Amon, Amor. Blanca. Nein, nein, du pfeif, Brutein, du Schwein. Ich zerreiß dein Kleid, komm, erzähl kein Scheiß. Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Glaub mir, wir haben's da. Pesos hat die Fahnen durch Casablanca. Die Koffer, das Zeug kriegst du in Sanka. Egal was du brauchst, glaub mir, wir haben's da. Verkauf ihm Stani für Kelly, er ist dankbar. Boah, wie süß, Walla, Walla, süß. Walla, Killer. Yay! Killer, Walla. Leute, ich habe ja jetzt auch ein paar Tage mit euch verbringen können. Ich habe euch ein bisschen kennenlernen können. Wir haben ein bisschen zusammen was unternommen, was gemacht und so, ein bisschen abgehangen. Ich habe euch auch persönlich kennengelernt und auch mal ein bisschen in, so in den Hintergründe schauen dürfen. Und das war sehr wichtig für mich, weil man kann einfach nicht mehr nach Songs bewerten. So. Und wenn ich euch kennengelernt hätte, dann würde es mir so unglaublich schwer fallen, irgendwas zu sagen. Ich muss sagen, ihr beide, so mit dem, was ihr drauf habt, mit dem, was ihr zeigt, ihr bringt mich immer zum Lachen. Ihr entertaint immer, eure Performance ist immer on point. Lemmy, was geht ab? Bei dem Song hätte ich vielleicht arrangement-technisch ein paar andere Sachen gemacht, aber wie ich gerade gesagt habe, ich kann nicht mehr nach Songs bewerten jetzt.
ihr seid auf jeden Fall Stars. Also das Thema Marokko, ihr habt es gut umgesetzt. Gratulation. Dankeschön, Jungs. Die nächsten einmal. Eredivisie. Ich würde einmal die nächsten bitten. Haaland, Amo. Oh, ja, shit! Auf jeden Fall, wir sind erstmal reingelaufen da. Und dann stand da Holland und Marseille-Type. Hat es alles perfekt gepasst. Heute habe ich auch zum ersten Mal Pferdeschwanz. Jetzt kommen geleckte Haare und Pferdeschwanz. Das hat alles perfekt gepasst heute. Oh, shit! Ihr wisst doch. Youngster, aber mit? Z. Z. Babau. Power. Der Zivitz Maras. Male, ich halt die Fresse, Aret. Du gehst Wochen, guck mein Bruder, als wir Jahre Aret. Acht Überfälle, Haze, Schaden, Intus, Lach, Luli. Lügner, beste Jay, Hase, Peace, guck nach Kuti. Bruce Banner, Cyril, Milk, White Cup, Gelato. Vier Socken, Kelly, Kusch, bei Nacht im Vakuum. Beste Week, Pesche, Kiel, Enemies, Bau. Ja, Cash ist die Rente, viel Pack uns im Bau. Rico, RDVC, Amsterdam, Red Black, Tag, Tag, Check. Kochen, gucken, ist dein Flex, Dreck. Promise, Quincy, Knollen oder Miskin. Whisky, Tresen, McDonalds oder Richie. Haaland, Amo, Bratan. Was los, Fatou, heute kriegt ihr jeder seine Packung. Braka, Randvoll, Ganja, Alubrü, Youngstars, wir machen auch Flowwechsel anonym. Achtung, Achtung, Zacharia hat uns alle im Visier. Ara, steppen weg, wenn Polizei kommt. Avocado, Hajarat, Abkass bei mir, Schussala, mach ihr Wissen, RLR und nicht Eriko. Eredivisie, wie Perimerik schieß, Eredivisie. Schelle Ribere, Eredivisie. Eredivisie, wie Perimerik schieß, Eredivisie. Haaland, Amo, pack Andar, Amo. Ghetto, Kika, Schufi, Dribbel mit Jandar, Salon. Essa in Schule mit Ackerflow. Bei Sirenen, ne Ara im Appartement. Du Labrador, sechste Etage für Lemon Hash. Jetzt kommt geleckte Haare und fertig Schwanz. Letzte Chance, sag mir der Kommissar, no Problem. Mach's einmal zwinkern und Kopfnicker. Kopf, Kika, Bolz, Kita, Wolli, Schwan, Doppelpack. Neuner am Rücken, mein Bodyguard, lass uns schieß. Amo, Feed, Champions League, Nikla, Police. Babawe, zwei Youngsters, Babawe. Deutsch, Rap, Selam, Alex. Salam. Treffila, Kassel, Babawe, Babawe. Perle, Jamba, Kanada, Goose. Am Jamba, Kamara, Zoom, Pakete. Qualité, Jounel Baguera. Eredivisie, wie Perimerik schieß, Eredivisie. Schelle Ribere, Eredivisie. Eredivisie, wie Perimerik schieß, Eredivisie. Schelle Ribere, Eredivisie. Pressen wie City. Brutal, Cousin. Alla brutal, Junge, ehrlich. Oh, Jungs, Alter. Ey, ihr habt ehrlich das Zeug, mit dem Song alle Rekorde zu brechen. Einer meiner favorite Songs von ganz Rapplerü, Dreddys, ehrlich. Bruder, was ein Monster-Song, sag ich euch ehrlich. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, findet einen Stil, wo ihr wirklich scheinen könnt. So, ich weiß, gleich Haaland ist nicht direkt dein Stil so, den du normalerweise vielleicht sehr viel mehr machst. Bruder, machst Monster, gern, ne? Cousin. Aber Jungs, ihr seid wirklich beide komplett ausgerastet auf dem Song. Digga, 11 von 10. Bruder, für mich einer der besten Songs in der ganzen Rapplerü-Zeit. Ich feiere ihn übertrieben. Baba, Digga. Respekt, Jungs. Wir sehen uns gleich bei der Entscheidung, Jungs. Fand ich unsere beste Arbeit. Ja, ich glaube, wir sind beide nicht so 100%. Aber wir sind auch ein bisschen kaputt schon, ja. Wir sind ja nicht seit einem Tag hier oder so. Wir haben schon viel Arbeit geleistet und viele Tage hinter uns. Und man kann nicht jeden Tag 100% anrufen, ja. Bleib stabil wie Guardiol,
Schliff die Capri-Son, Alupex im Batimon, locker bleiben an Lyon. TP-Nachricht-Messenger, krieg ne Notice on my Jet. Trotz den Risiken geh drauf, selbst im Traum mach ich Geschäft. Kiloblöcke für Violette, Hascharoma aus Piso-Presse. Euro-Money-Bar, visuelle MDONen für die Lieferkette. Spau! Oh la la la, wir laufen weiter Schritt für Schritt. Wir sind fast da. Wer kommen will, kommt einfach mit. Wir sind nicht anders, wir sind einfach nur verloren. Doch fühlt sich an, als wäre ich hierfür geboren. Wenn graue Decken auf den Kopf fallen wie Beton. 30 Grad von außen, Herz ist tief gefroren. Weil wir Schmerzen kaschiert haben, buntes Papier macht Sorgen, wer jeder träumt von. Kick on Madeira, Porsche Carrera, keine Verlierer, wumm, wumm. Oh la la la, MC wir laufen Kota. Weiter Schritt für Schritt. Wir sind fast da. Wer kommen will, kommt einfach mit. MC Star, oder? Oh la la, so super, 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 du bist ein super. Einfach mit dem Grinsen. Wallah, bin da voll vergessen, Bruder. Passé, passé, passé. Parlez, parlez, parlez. Oh la la, ça s'est passé, passé, passé. Wallah, du warst so drin. Du warst so drin. Unnormal. Du dachtest dir, das ist der Move jetzt. Ja, das ist der Move jetzt, Mama. Das war ein Pipapo 32. Bruder. Pipapo. Stark! Respekt! Kauta Gio, ich hätte gedacht, dass ihr beide zusammen auf einen Song vielleicht nicht so krass harmoniert. Aber ich finde, das habt ihr auch nicht so richtig. Ich bin Besseres von euch beiden gewohnt irgendwie. Dieses Aber hat gefickt, Bruder. Ja. Nee. Weil der dachte, jeder dachte jetzt Aber. Ich fand's gut, Bruder. Ja, ja, hey, ja. Letztens, ne. Mhm. Abaya-Post auf TikTok. Ja, sorry, Leute, ich konnte heute leider nicht streamen. Mhm. Ja, eben ist ein Kollege von mir gestorben und so. Bruder, als wenn nichts wäre. Ich schwör auf meine Mutter. Einfach so richtig so diese... Aber sowas braucht man in der Jury, Bruder. Bruder, so ja, richtig 100%. So... Er ist emotionslos, straight. Bruder. Walla. Er ist straight. Der ist straight, Bruder. Walla. Weil guck mal, wie der den Satz angefangen hat. Ja, Walla. Ich schwöre. Und danach Kauta kommt Gio. Nicht so Spaß, geeiert. Ja, ja, gar nicht. Danach so fertig, Bruder. Ja, Eier, fertig. Ich hätte gedacht, dass ihr beide zusammen auf einen Song vielleicht nicht so krass harmoniert. Aber... Ich finde, das habt ihr auch nicht so richtig irgendwie. Ich bin Besseres von euch beiden gewohnt irgendwie. Im Verhältnis, wir müssen es ja mit Ehre Devisi vergleichen, Bruder. Mhm. Das ist so, im Verhältnis war es schon nicht so krass. Ich würde dem Song eine mittlere Bewertung geben eigentlich, ja? Dankeschön für den Auftritt. Ich finde, die haben das Beste rausgeholt, Bruder, was Gio und Kauta rausholen können. Ja. Vier Duos. Aber die hatten ja auch keine weiter. Zeit, die hatten nur ein, zwei Stunden. Das Problem ist, bei einer Sache bin ich mir eigentlich relativ sicher. Haaland Ammo hat mir am besten gefallen. Ja, voll. Dem würde ich Platz 1 geben. Und Gio Kauta waren für mich leider am schwächsten. Ja, aber ich fand zum Beispiel, dass Kauta nicht schlecht war. Ich fand, Gio hat da irgendwie nicht so ganz drauf gepasst. Und wiederum bei dem Nuhat, ich würde vielleicht gar nicht danach gehen, was der schlechteste Song ist, sondern vielleicht, wer hat am wenigsten abgeliefert und sein Duo muss dann ins Battle morgen. Okay, also bei mir, ich war mir nicht sicher zwischen Casablanca und zwischen Nuhat und Breel, weil ich fand, Nuhat, sein Part war richtig krass, aber Breel hat ein bisschen geschwächelt. Bro. Ich gebe dir recht und du weißt, ich bin Fan von ihm. Ich liebe ihn immer, Bruder, aber ich muss ehrlich sagen, er hat leider nicht so scheinen können.
Bruder, merkst du, wie schwer das wird? Unnormal, gell? Man will sich gar nicht trennen. Aber es müssen noch zwei gehen. Also schicken wir... Es ist ja noch nicht ganz vorbei. Die können ja morgen noch mal ein bisschen nachholen. Genau, was ich genau. Die können noch mal irgendwann Haare hat... Wir hatten keinen Friseur mehr. Haare. Ja, das ist aber... Weil, da kommt mein Übergang. Wer war der Beste für dich heute? Haaland. Haaland, gell? Und mich auch. Dann darf er sich aussuchen. 100% Haaland. Aber Ammo natürlich auch. Ammo auch, natürlich, Bruder. Auf geht's. Einmal zwinkern und Kopfnicker. Ja, 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 ja. Geleckte Haare und fertig. Leute, wir haben uns gerade mal besprochen. Und ich will gar nicht in eurer Haut gerade sein. Und ich glaube, ihr wollt auch nicht in unserer Haut sein gerade. Weil natürlich, heute nachts fliegt keiner mehr. Aber morgen früh schon. Sogar zwei Leute. Das ist hart, Bruder. Und über eine Sache wurden wir schnell einig, auf jeden Fall. Ammo, Rose war dein Beste. Haaland. Ja, das war ihr hart. Ihr wart die Beste. Einer hat geschrieben, Mann. Dank's das. Und dann wurde es schwierig. Dann wurde es sehr, sehr, sehr schwer. Wir mussten auch ein bisschen uns selber belügen und Ausreden finden. Und dann, nein, warte, lass uns wieder zurück zur Realität. Okay, was ist Fakt? Fakt ist, was mir sogar sehr schwer fällt zu sagen, weil ich ein sehr, sehr großer Fan bin, ist, dass Breel heute auf dem Song mit Murat nicht so scheinen konnte, wie er normalerweise scheint. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, mitgehangen, mitgefangen, ihr müsst beide morgen ins Battle. Die ersten beiden, ja? Einer von uns beiden wird gehen. Aber es war irgendwo klar, dass einer von uns beiden irgendwann gehen muss. Ich hätte mir gewünscht, dass wir beide natürlich irgendwo... Bruder, wir sind beide underground am Nachdenken. Ja, wir haben es bis hierhin geschafft, ja, Bruder, jetzt. Wie, weißt, wie ich meine, wir waren nicht einer von den Favoriten, wir haben es bis hier geschafft. Die Leute hier, jeder Einzelne ist krass, Bruder. Wir beide sind einfach real, wir machen geile Mucke und... Ja, Mann. Bruder, das was morgen Schönes passiert, gesagt. Das passiert, was, mein Bruder. Das war Schönes gesagt. Dann wird es noch schwieriger. Dann wird es noch schwieriger. Jetzt müssen noch mal zwei. Wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir nicht so mega positiv auf einen Song reagiert. Weil vielleicht einfach die Chemie nicht gestimmt hat oder es die Challenge zu kurzfristig für euch war. Aber Kauta, Gio, ihr müsst morgen auch ins Battle. Also, was wir dazu sagen, dass wir zum ersten Mal ins Battle müssen. Ich bin einerseits sehr dankbar, weil ich jetzt erst ins Battle muss und ich finde, das kannst du auch sein, ja, weil wir so spät erst ins Battle müssen. Aber wir haben ja auch vorher abgeliefert, also von daher. Ja. Ich muss aber sagen, wir haben es. Es ist jetzt keine Riesenüberraschung, weil wir haben uns das eigentlich schon gedacht, als wir den Song produziert haben. Wir waren unter Zeitdruck und. Es war nicht unsere beste Arbeit. Das heißt, Elmen, Ilo, Glückwunsch. Ihr seid safe in der Top 6 von Rapper. Noch ein extra, ne? Genau, es gibt noch ein extra heute. Haaland, du warst der Beste heute, haben wir entschieden. Und wir wollen dir einen Wunsch erfüllen für die letzte Folge morgen. Komm bitte nach vorne, du darfst deinen Wunsch äußern. Ich habe auf jeden Fall noch einen krassen Song. Das ist mit Eamon. Den will ich hier auch performen, einfach um zu zeigen, so, dass ich vielfältig bin. Was ich als Power habe, so, dass ich nicht nur die eine Schiene kann. Deswegen, sei dir dein Wunsch gewährt. Wollen wir über den Song reden? Bruder, Komm, wir müssen eine Sache leaken. Wir sind über 5000 Leute hier. Okay, was denkst du? Darf ich sagen? Ja, sag du. Das Intro, was ihr die ganze Zeit gesehen habt, es geht weiter. Das Intro der letzten Folge ist nur das Intro. Ist Haaland und Eamon gefangen. Ja. Damit startet die nächste Folge, Dreddys. Ja? Haaland und Eamon gefangen.
das ist das Intro der nächsten Folge, Adraris. Aber mit Video und so sogar. Mit Video, mit Video, alles. Ja, mit alles. Das haben wir auch noch dort gedreht in Marokko. Richtig. Geil, Walla. Danke. Walla! Geil. Okay, Haaland. Dankeschön. Danke. Ihr dürft wieder ins Haus, Ilo. Guck mal, ich habe extra gesagt, das Intro der nächsten Folge, einer schreibt, ich dachte, Up and Down kommt. Cousin, der Song Gefangen hat nichts mit einer Challenge zu tun, sondern das ist einfach nur das Intro der nächsten Folge. Das wollte ich euch einfach nur sagen. Ihr dürft rein. Spaß, Bruder. Danke, Jungs. Hey, what the ladies, wir sind gerade ein bisschen so am Lachen und so, aber jetzt bei der Entscheidung konnten wir nicht so viel lachen, weil ich glaube, das sind alles so Leute, bei denen man die in die die Herzen gestoßen hat. Gestoßen hat, genau. Geschlossen hat. Boah, ich hab keinen Bock, sag euch ehrlich. Wenn ich euch so angucke, ich hab keinen Bock, dass zwei von euch zu meinem Palast müssen. Das macht gar keinen Sinn, mein Kopf. Jeder ist so sein Charakter. Jeder ist einzigartig auf seinem Ding. Es geht doch gar nicht mehr darum, so. Also, ihr dürft auf gar keinen Fall dieses Gefühl haben von, oh mein Gott, wenn ich rausfliege, dann fühle ich mich schlecht, weil ich bin schlecht, so. Guck mal, wo wir sind, Leute, steht hier. So, ihr seid Gewinner, so oder so. Und was wir morgen machen, ist nicht, wir finden den Schlechtesten, sondern es ist einfach nur ein weiterer Test. Und was danach passiert, liegt gar nicht mehr in unserer Hand, es liegt in eurer Hand, okay? Ihr kennt den Spruch. Ein Tag oder Tag 1? Gut gesagt, Digga. Warum, Bruder? Der war krass, der war super. Boah, der hat auch gesagt, Baba. Ich bin gespannt. Ich glaube, der einzigste von euch, der schon mal in einem Battle war, war Nuhat. Ja. Er hat erfolgreich gewonnen. Und die anderen werden morgen zum ersten Mal sehr hart geprüft. Wir sehen uns morgen früh in der Gladiator-Arena. Guck mal, wie krass jetzt gesehen. Lass folgen. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Und wenn wir gehen, dann wie Soldier. Man ist halt in einem Turnier so. Das ja. kann passieren, Bruder. Und der bessere Song gewinnt, Bruder. Ich wünsche Brell auf jeden Fall das Beste. Ich schwör's dir, der Typ ist. Mein Bruder. Weißt du, woran mich diese Viereck immer erinnert hat? Hä? An die Cell-Spiele. Cell-Spiele? Cell-Spiele von Dragon Ball. Cell. Ach so, Cell, Bruder, ja, Cell, ja, Cell normal. Spiele. Cell, der grüne Haste. Der war entschlossen. Der zieht in den Krieg jetzt, Bruder. Der wollte unbedingt. Wie geht's, Leute? Alles gut? Aufgeregt? Nuhat hat's Skin reingeschaltet. Also ihr wart ja gestern eins der Duos, die leider verloren haben. Deswegen stehen heute ja die Gladiatorenkämpfe an. Jetzt aber der Plot-Twist. Ihr werdet nicht gegen Nuhat und Brel antreten, sondern und gegeneinander. Der mit dem besseren Song kommt weiter. Der, der nicht so überzeugt, muss leider heute ausscheiden. Wer von euch möchte anfangen? Bitte schön, Kauter. Darf ich anfangen? Gio so. Baby partout. Schick dir eine Nachricht und du gehst auf Tür mit Monke.
geht. Walla. Letzter Tag ist sie auch geflogen, Cousin. Aber der Song ist halt perfekt, so, der kann überall im Radio laufen. Das meine ich, Bruder. Die ist das einfach ist schon dieses Star, Bruder. Die ist ja schon ein Star, Walla. Die macht Star-Songs einfach. Die macht Star-Songs. Belly fiek, ja fiek, ja, hab ne gelbe Deli. Ich bin halle Hedi, deren Irasi, unter die Mahani. Und sie gibt's auch noch, ne? Richtig, gibt's nicht. Wir konnten nie funktionieren, denn unsere Egos führen Krieg und niemand kapituliert. Jeden Tag, jede Nacht am Diskutieren. Doch ich hab lieber niemals Frieden, als dich jetzt zu verlieren. Tu mir Monke, tu mir Monke. Saubere Bridge, Bruder. Sonne, so dieser Song, Bruder, das passt einfach. Ja. Hat richtig gepasst, ne? Ja. Mit dem Hintergrund und Bruder, so. Alles, Bruder, alles. Oh, ja. Das Video darum, wie du da. Egal. Ich hab schon Sonnenbrand auf meinen Nasen. Warte, wie hoch ich das jetzt ist. Ey, wow. Wow. Echt schicke Sense, Miranda. Korrekt. Ich finde es richtig geil, dass du auch so Arabisch und Französisch mit einbaust und so. Und das macht das Ganze, das hebt das Ganze nochmal an. So. Das macht es international irgendwie available. Und das ist next ja, level. International, auf jeden Fall, ja, Mann. Boah, der passende Song zu dieser, zu dem wunderschönen Wetter. Ich bin ein Fan von dir, Kauter. Das ist einfach die Musik, die ich so privat sehr, 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 sehr gerne höre. Und hast du super gemacht. Und danke. Eamon hat mir einen kleinen Glücksbringer gegeben. Oh. Ihr wisst, hat Eamon ja diesen Gorilla-Tick. Er weiß selber nicht warum, übrigens. Deswegen. Danke. Gio Baba. Gio. Auf geht's, Cousin. Auf geht's, Gio, alle! Gio Montana Sache. Funkscanner, check den Polizeifunk. Funkscanner, Babe, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Funkscanner, Babe, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Paranoia, sprüh mit Eau de Toilette. Tonspur komplett, will ein Orosol Black. Zweimal täglich in mein Drogenversteck, doch Sondereinsatz stimmt den Wohnungskomplex. Kein langes Reden, Tico, lass mal deine Hektiks. Roll auf Bosse mit ner 765. Lass ihn liegen, wird die Situation hässlich. 5 Liter Blut, keine Serie auf Netflix. OWL-Bande, Cannabis-Handel. Dollar, Euro, Dirham, alle Varianten. Viele Nachrichten, große Allianzen. Onkels auf Dammer im Lagerfeldmantel. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind. Viele. Pass auf, ich will euch was fragen. Ich habe mich mit Abaya gestritten. Er sagt, die Pre-Hook ist besser als die Hook. Ist da Cousin? Die Hook ist 100-mal besser als die Pre-Hook. Hör mal, hör mal. Diese Jahre vergehen. Onkels auf Dammer im Lagerfeldmantel. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind. Die viele Hoodies cool, sind von Abend geprägt, Rumble in the Jungle, Diggy, let's fight. Oh, nochmal. Viele Hoodies sind von Abend geprägt, Rumble in the Jungle, Diggy, let's fight. Wow. Funkscanner, wow. Check den Polizeifunk. Bruce Banner, Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner am Page, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. 3-4 Siebungen, Wagen, Heber, Biespresse. Wegen Busy kaltes Eisen in der Jeans stecken. Echte Männer, keine Spielwetten, keine Scheine, Reihe, weil die kann man schnell zu viel setzen. SMS auf mein Nokia, weil dein Nachbar zieht Monika. Ich schuld Batzen im Lorenza. Mein Cousin sitzt in Zelle, macht paar Jahre ab. Ich schick Bälle damit mein Bruder, was in seinem Magen hat. Und egal wie viele Jahre vergehen, der Bulle bleibt immer mein Feind.
Ey. Viele Hoodies sind von Narben geprägt. Rumble in the jungle, Diggy, let's fight. Ey. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner, Babe, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Funkscanner, check den Polizeifunk. Bruce Banner, Babe, schlägt meine Zeit um. Push schneller, nächster Kunde in der Leitung. Auf der Straße zählt nur Leistung. Ja, nee, jetzt bewerte das, Cousin. Bruder, jetzt hau einen von denen raus, Cousin. Wallah, nicht nur, weil Gio ein Bruder von mir ist, Wallah. Wäre ich nicht bei Rap Larue dabei, wäre ich kein Teilnehmer und ich wäre jetzt ein Konsument, so ich gucke das alles von außen an, der wäre safe in meine Top 3, Bruder. Also von er ist doch so, Bruder. Von Lieblingsrappern, 100%, ja, 100%, Bruder. Safe. Bruder, ihr werdet jetzt, glaube ich, sehen, wie schwer mir diese Entscheidung gefallen Bruder, ist. Bruder, das Ding ist, das ist jetzt einfach nur noch so eigene Meinung. Bruder. Ja, also, Bruder. Oder die einen feiern das mehr, die anderen das. Bruder, ich sag... So. Zum Beispiel wird jetzt ein Mädchen hier sitzen, die wird sagen Kauta. Mhm. Aber alle Jungs sagen Gio und dann sagen die Mädchen wieder... ja, das ist, was ich sagen wollte, Bruder. Kauta ist zum Beispiel sowas, Bruder, ich schwöre, das läuft Song im kann Radio, Radio so, ja, überall. Genau. Weil Gio ist so die Blockjungs, Bruder, die sagen, Bruder, das ist, Bruder, genau das kommt jetzt in meine Playlist. Wäre ich ein richtig etablierter Rapper, ne? Bruder, ich würde den so unter Vertrag nehmen. Beide, Bruder. Beide. Wie kann man safe, diese... Safe, safe, beide, aber ich würde Gio, Bruder, ich würde kämpfen für den. Perfekte Image, alles. Alles super. Ich sag Gio. Gio, hurra. Hart, ja. Bruder, Gio. Für mich hast du dich echt zu einem der besten Straßen-Deutschrap-Artists entwickelt. Ja, Mann. Du hast eine richtig gute Technik bekommen. Du reimst alles sehr sauber. Die Hook war für mich eine 10 von 10. Die Pre-Hook allerdings... Wir haben vorhin über Gio geredet. Mhm. Wir haben gesagt, Bruder, vor allem ihm, Bruder, gönnen wir das, weil wir achten auch auf diese Reime. Ja, und man ja. weiß, Bruder, man gibt sich dafür sehr, sehr Mühe. Bruder, Gio gibt sich sehr, sehr viel Mühe. Ja, das. Ja. Und das muss man schätzen. Ja, ich liebe das. Walla. Sehr sauber. Die Hook war für mich eine 10 von 10. Die Pre-Hook allerdings nicht. Das hat mich so ein bisschen, dieses Autotune. Ich habe verstanden, du willst diesen Übergang so perfekt machen. Aber die Hook war so mächtig, die könnte auch alleine stehen. Und ich weiß zwar nicht, wer den Beat gemacht hat, aber Props an denjenigen, der den Beat gemacht hat. Feier ich, Bruder. Beat fand ich auch geil, deine Stimme kommt auch immer böse, Bruder. Technik war auch nice, aber ich finde genau andersrum, wie du gesagt hast. Ich fand die Pre-Hook nice, weil das dann, er hat den Song ein bisschen 3D, dreidimensional gemacht, so weißt du, wie ich meine? Ein bisschen Abwechslung und so. Und dann fand ich die Hook schwächer im Endeffekt als die Pre-Hook. Nein! Aber wie du, das ist halt gespannt. Bei mir genau andersrum, Cousin. Nein, Wanda, genau andersrum. Dankeschön, Cousin. Dann würde ich sagen, Kauta, du kannst nach vorne kommen. Jetzt, Bruder, war hart. Jetzt geht's um alles, ne? Jetzt geht's um alles, hart, Bruder. Wir machen es diesmal auch ein bisschen anders. So, ihr geht nicht nur weg, wir bequatschen nicht. Ihr hört zu. Genau. Und wir geben euch dann gleich öffentlich auch unsere Stimmen. Genau. Was machen wir, Bruder? Ja, Bruder. Ja, für mich ist es verdammt schwer, Bruder. Allah, beide 10 von 10. Ich hab immer gedacht, wenn ich in dieser Situation bin, ich könnte so kühl handeln und meine Gefühle abstellen. Checkst du? Weißt du, was ich jetzt sagen würde? Mach noch einen Song danach. noch mal Verlängerung machen. Walla. Golden Goal. Vielleicht bin ich einfach der falsche Mensch dafür. Walla. Das klappt nur, wenn du... Was viele nicht wissen, das war der letzte Tag. Ja, das war der letzte Tag. Das war der letzte Tag. Wir waren dann noch am Schlafen. Genau, das war der letzte Tag, ganz früh. Die Leute nicht kennen würden. Wenn du die nicht kennen würdest, das ist das Problem. Und was man euch beiden lassen muss, ist, eure Songs waren beide spitze. Und ich bin stolz auf eure Leistung und auf das, was ihr hier gebracht habt bis jetzt. Aber wenn ich Gefühle abstelle und ganz objektiv das betrachte, dann hat mir Kauters Song ein Stück mehr gefallen. Ich gebe meine Stimme an Kauter. Das ist eigentlich auch unfair, weil es war ja nicht Straßensong gegen Straßensong. Man konnte jetzt nicht raushören, okay, was war der bessere Straßensong oder was war der bessere International Song, so weiß ich meine. So, wir vergleichen halt gerade wirklich Äpfel und Birnen.
Aber wir kennen beide diese beiden Stilrichtungen ziemlich gut und wir wissen, was ein guter Song ist, was es auch beide Songs sind. Wallah, stark gesagt. Wir vergleichen Äpfel und Birnen, Bruder. Den einen schmeckt das besser, den einen und das, Bruder. Ist so. Ehrlich. Aber er hat geile Vergleiche. Die. Die Version eines Straßenrap-Songs, die Gio für uns gemacht hat. Das war nicht die beste Version eines Straßenrap-Songs, die ich gehört habe. Doch. Und ich glaube, deswegen gebe ich Krauter meine Stimme. Bruder, guck jetzt, Bruder, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich schwöre. Das habt ihr ja nicht gesehen, Bruder. Digga. Gio, mein Bruder, Walla, komm her, Cousin, Digga. Für mich ist das ganz schwer, Cousin, ehrlich. Oder für mich war Ende. Ich schwöre. Für Israel. Walla, Mann. Walla, für mich war Ende, Cousin. Ja, Gio ist ein Freund von mir, Bruder, ja? Aber es ist, wie es ist, Cousin. Übernimm, Cousin. Bruder, du bringst mich auch zum Weinen, ja. Ja, was soll ich sagen? Wir haben die Ansprache leider schon zu oft gehalten. Das ist das erste Anfang, mein Bruder, weißt du? So. Ihr seid beides Gewinner auf jeden Fall. Danke, beides dass du da Gewinner. Warst. Beides danke, Gewinner. Warst, Kauter, du bist super. Walla, deine Leistung ist krass. Jeder kann sagen, was er will. Du bist ein Star. Du bist heftig. Alle deine Songs sind super. Ich frag mich, warum diese ganzen großen Stars, die müssen eigentlich beim Feature nach dir betteln. Du passt nur in dieses Universum, Stars. Wirklich, du bist krass. Keiner kann dir das Wasser reichen, Digga. Dankeschön. Bruder, es war so hart für mich, Cousin. Walla, es war so hart. Ja, Walla, ich fühl dich, Bruder. Ich fühl dich. Boah, und dann noch letzte Tag, was danach, ja, was wir danach gedreht haben, das war zu viel für mich, Bruder. Weil man kann nur noch falsch entscheiden. Es geht nicht mehr richtig, Bruder. Du kannst nur noch falsch entscheiden. Bruder, also als das Urteil von der Jury gekommen ist, es hat mich nicht mal getroffen, dass ich rausgeflogen bin, sondern die Reaktion von Sammy hat mich mehr getroffen als so die Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Bruder, gegen eine Kauter rauszufliegen, ist in meinen Augen keine Schande so. Das ist eine sehr, sehr starke Künstlerin. Vielleicht hätte es gegen jemand anderen geklappt, aber so wie es gekommen ist, so sollte es kommen. Und ich bin auf jeden Fall dankbar für die Zeit und für die Erfahrung. Und natürlich habe ich an mich geglaubt, aber man konnte sich nicht ausmalen, so weit zu kommen. Bei so viel starker Konkurrenz und so. Aber man hat sich durchgesetzt. Und ja, im Endeffekt, ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf das Team. Ich bin dankbar für die Zeit. Und was für ein süßer Junge. Ja, eine Ära geht zu Ende. Die erste Ära geht zu Ende. Die zweite folgt aber Gio ganz schnell. Gio ist der beste Mann. Ich glaube, Larue ist einfach anders, auch das Team. Und das sage ich jetzt nicht einfach nur so, es ist einfach menschlich. Wenn ihr wüsstet, was hier behind the scenes abgeht, ich schwöre, wenn ihr wüsstet. Ihr seht ja nur das, was vor der Kamera passiert. Aber ich habe hier so viel gelernt und ich habe so sehr gelernt, wie dass ich vielleicht auch in vielen Hinsichten ein besserer Mensch werden muss. Weil hier sind Charaktere, da würde man vor der Kamera niemals sagen, okay, der ist ein krasser Mensch. Aber hier sind so krasse Menschen, ich schwöre. Allein, was mir ein Haaland, ein 17-Jähriger, schon in den letzten 5 Tagen, 6 Tagen beigebracht hat, ist unglaublich. Ich küsse dein Herz, Kauter, Wallah. Du bist da, Wallah. Ja,
Dankeschön. Gio auf die 1 in den Chat, Tradies. Gio auf die 1, Tradies. JM Adriano. Ja, ja. Boah, ich hab keinen Bock, Leute, ehrlich. Das wird mir am meisten jetzt schwerfallen, weil wir alle wissen so, ich bin Fan von eurer Musik. Ich wollte, will immer noch einen Song mit euch zwei machen. So, man hat sich auch ein bisschen angefreundet und so über die Zeit so. Es wird mir gerade gleich sehr, sehr schwer fallen, irgendwie meine Stimme zu geben. Ich wünschte, ich müsste das nicht. Aber leider wart ihr gestern in einem Duo, das auch verloren hat. Deswegen müsst ihr heute gegeneinander in einem Songbattle antreten. Der Bessere gewinnt, der Schlechtere verliert. Ihr kennt das. Das war auch maximum schwer. Und dann werden wir gleich maximum, öffentlich unsere Meinung sagen und unsere Stimme abgeben. Ja, und die Sache ist, es gehen noch Leute. Aber das heute ist das definitiv Problem. Eine Entscheidung getroffen. Abgesehen, wie schwer es mir gerade gefallen ist. Aber das sind die Regeln. Und es können nur 6 Leute in die nächste Challenge ziehen. Wer will anfangen? Okay. Guck mal, brutaler Song. Hör mal, wie er rappt, Bruder. Richtig gut gesetzt. Nur das auch auf mich. Immer noch aus dem dritten in mein Hochhausblock. Somali schwingt Fahne, wenn sie aus dem Boot rauskommen. Drogen raus, Koks gebraucht, bis das Octagon kommt. Bumfights, one-on-one wie in einem Octagon. Ich leg Feuer, leg Flammen auf Beton in den Slums. Fick eure Mütter, denn wenn ich komm, wer steht stramm? Von den Bergen ist die Aussicht am besten, wenn ich schieße. Deine Weste siehst, weiß doch, dich treffen Projektile. Burnout, Motherfucker, oh. Run, wenn ich ziel. Gunshots, Pumpgun, Anstand vor dem Team. Und wenn ich komme, jeder weiß, du machst keine Harakat. Sammy nimmt Kurdis mit straight nach Marrakesch. Alles wie das Brot, Brother. Junkies schießen sich das Mittel in die Pulsada. Way, für bisschen Pere muss ich losballern. Doch ich fühl mich hier wohl, aber immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, wieder mal kein Schlaf. Kleine Kinder konsumieren das Lied. Sie packt ein Paket ab und das beinahe. Immer noch auf meinen Streets. Wie Vampire, gar kein Schlaf. Konsumieren das Lied. Sie packt ein Paket ab und das beinahe. Alles trist in meiner Welt, weil selbst der Morgen grau ist. Und ich bin der, der ich bin, für euch ein Dorn im Auge. Hautfarbe Karamell, ich nimm den Porsche auch mit. Es macht wumm, 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 bis du vor Sorgen aufstehst. Glaubst du, du kannst alles ficken, was für eine Frage, lo? Mein Chal kommt mit ner Knarre, sie kommt aus Ramischlo. Was ist los? Mucke knallt, böse wie ein Leberhaken. Damals wollt mich keiner kennen, heute geht's um GEMA-Zahlen. Und die Bosenboxen knallen, bis du top bist. Links, rechts, Kombi, guck, wie dein Blut draus spritzt. Kompensierst deinen Schaden abends, du brauchst Gift. Ab jetzt hebst du deine Hand hoch, da du aufgibst. Alles wie das Brot, Brother. Junkies schießen sich das Mittel in die Pulsada. Way, für bisschen Pere muss ich losballern. Doch ich fühl mich hier wohl, aber immer noch auf meinen Streets wie Vampir. Der ist schon bei Breel. Was denn? Er hat geschrieben, laut Ammo seinem Kopf nicken. Hört er grad was anderes? Nein. Wieder mal kein Schlaf. Deine Kinder konsumieren das Lied. Sie packt ein Paket ab und das beinahe. Immer noch auf meinen Streets wie Vampire, gar kein Schlaf. Konsumieren das Lied. Sie packt ein Paket ab und das beinahe. Walla auch. Der Besuma, danke. Siehst du aus, wirst du gleich einen Krieg ziehen, Bro. Und deine Musik ist auch so eine Ansage, Bro. Heftig. Du bist wirklich ein sehr, sehr, sehr krasses Auftreten. Ja, was du machst, es ist stabil. Du kannst spitten, du kannst krasse Flows raushauen, du kannst geile Melodien, geiles Gefühl rüberbringen. Oh. Einziger Kritikpunkt, den ich hätte, wäre vielleicht, also wenn man wirklich sucht und sucht und sucht, Bruder, die Hook war mir ein bisschen zu voll vielleicht. Aber ansonsten alles geil, Bro. Wirklich. Bruder, ich bin erstaunt, Cousin. Weil ich denk mir, ihr seid so krass. Das ist heftig, Bruder. Ich muss echt krass sein, dass ich euch so mir selber Props geben, dass ich die Jungs da rausgesucht habe. War für mich ein 10 von 10 Song. Ich sage auch rap-technisch 10 von 10. Also. Ich hätte gerne gegen wem anderes, wem anderen 10 von 10 gebettet. Jetzt, weißt du, was ich meine? Ich wäre gerne mit Brad in der Top 5. Vorbereitet. Dachte ich mir, ja, Bruder, schade, perfekt, weil einer von uns muss rausfliegen. Aber das ist dann halt so, weißt du, wie ich meine? So, das ist Competition, das ist Turnier. Geh mal, Realer, dass du vor Boxerschnitt zu machen.
Bruder, hier, Bruder, und dann dachte ich mir, Bruder, der gewinnt, der gewinnt auf jeden Fall. Okay, Bren, jetzt kommt geleckte Haare und Boxerschnitt. Wie heißt er nicht? Mein Herz schlägt nur für Bin da verdiktet, verflucht. Tadis rasten aus, nur wegen einer Caption. Rappers machen Movies nur für eine Session. Ich kann nachts nicht schlafen, in meinem Kopf ist Action. Egal welche City, kann mich nicht verstecken. Ich wurde zum Opfer von dem Coco. Ich wurde zum Opfer meiner Demons. Liege schlaflos auf dem Boden meiner Wohnung. Nur weil ich Angst hab, wieder zu verlieren. Shit, was ich hatte, wurde geteilt, aber ich wurde gefickt. Kann meine Wunden nicht heilen, bin ich nicht mehr wirklich ich. Ich bin seit Jahren so addicted. Noch ein Spliff, Baby, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube nur an mich. Mein Herz schlägt nur für Bin love addicted, verflucht. Die Narben werden Tattoos. Oh yeah, so viele Up and Down. Die ganze Zeit, Wanda. Amo hört den Song auf Speed ab. Amo hört den Song mit 70 Joints. Ich weiß nicht, was ich brauch. Außer Lava und Hennessy. Und trotzdem geh ich jeden Abend crazy. Sie sagt, sie liebt meinen Song, sagt, ich bin wavy. Oh no. Wegen einer Nacht bist du nicht gleich mein Baby. Trotzdem abgefuckt, denn wenn ich puffe, fehlt sie. Aber wenn ich sage, dass ich bleibe, ja, dann geht sie. Yeah, yeah. Mein Herz schlägt nur für Bin love addicted, verflucht. Ich sag dir ehrlich, Wallah, ich lüge nie. Ich bin immer ehrlich und direkt. Sogar würdest du mich in der Jury aufstellen und so, wäre auch gut, glaube ich. Und so. Okay. Guck mal, auf jeden Fall, Wallah, ich liebe Brill. Ich liebe ihn unnormal. Sehr, sehr Herzensmensch. Und ich weiß auch, was er drauf hat. Geisteskranker Typ. Aber ich sag nur, Song hat mir mehr gefallen. Okay, guck auf die Entscheidung. Weil das, was jetzt ist, hatten wir noch nie. Oh, das ist unfair. Noah, komm bitte nach vorne. Abaya. Das ist unfair, Bruder. Das ist sehr unfair. Was siehst du mein Bein, Bruder? Ich bin einfach noch am Zittern, Bruder. Das ist crazy, Bruder, wie ich mich fühle. Wie soll ich mich fühlen, Bruder? Nur hat es hier in dem Wettbewerb mit mein bester Homie geworden, so. Und ich wünschte, irgendwo wünschte ich wirklich, ich wäre nicht die Person gewesen, die gegen ihn gebettelt hätte. Also der Song für mich auch eine 10 von 10. Alle Songs 10 ich von 10. Finde, alle, Bruder. Der Style, den Nuhat macht, würde jetzt in Deutschland vielleicht mehr oder schneller ankommen. Ich glaube, für den Style, den Brill fährt, braucht man einfach noch einen längeren Atem, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen und Ausdauer. Aber was auf jeden Fall safe ist, dass, wenn ihr beide durchzieht, ihr auf jeden Fall Stars werdet. So. Meine Stimme? Du musst entscheiden. Ich finde euch beide gleich krass. Auf euren Styles so. Weißt du, ich meine? Ihr macht das wirklich, wirklich krass. Das Einzige, was mir überbleibt, so, um irgendeine Kategorie zu bewerten, ist halt dann halt. Oder sag ich, die muss einen Schnickschnack Schnuck machen. Und ich bin's bitter. Aber ich mache auch Melodien, ich liebe Melodien. Nur, Bruder, ich hoffe, du verzeihst mir, aber ich glaube, ich muss Brel meine Stimme geben. Also Stimme bei Brel. Boah, Digga.
Bei mir, Breel, ich fand deine Hook super. Das ist vielleicht das, was Nuhat gefehlt hat in der Hook. Echt? Mhm. Aber Nuhat, ich fand deine Part super. Das ist vielleicht das, was Breel gefehlt hat. Ja, ja, Mann, Wanda, ja. Genau so wird das auch sein. Genau. Aber ich würde sogar sagen, Hook ist. Nuhat auch ein bisschen stärker, ne? Aber ich finde auch, Nuhats Song insgesamt war auch sogar stärker, ja? Ja. Aber es ist Geschmackssache, Bruder. Und ich gebe also meine Stimme Nuhat. Ja. Ich habe meine Stimme Nuhat gegeben, Cousin. Ja. Ich auch, was passiert jetzt? Und jetzt waren wir auf einer Situation, Cousin. Die hatten wir so noch nicht. Wenn man geredet hat, man war sich so einig, so irgendwann dann. Und dann haben wir gesagt, okay, Bruder, wir nehmen das ganze Team mit ein in die Entscheidung. Von Kameramann, Randy, Abel, Randy, Abel, alle diese 10 Leute, die noch da waren. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns nochmal zurückziehen? Nochmal reden? Okay, komm. Okay, Jungs, wir brauchen noch eine Minute, ja? Hart, ja. Zu einem Octagon gehen, Bernackel fällt. Also Jungs, wir mussten uns Verstärkung holen vom Team, um irgendwie eine Entscheidung zu fällen. Und im Team fiel es auch nicht leicht, wirklich eine Stimme zu finden. Ja, ich muss auch manchmal was sagen. Wie fange ich an? Meiner Meinung nach werdet ihr beide mit den Styles, die ihr macht, sehr erfolgreich werden. Einer vielleicht schneller, einer vielleicht langsamerer. Und das war halt auch ein Diskussionspunkt bei uns. Aber dann mussten wir uns dafür entscheiden, dass wir nicht unbedingt den schnellen Erfolg sprechen lassen, sondern vielleicht das Risiko, vielleicht die Kunst. Und deswegen geht die dritte Stimme an Breel. Ja. 2-1, der nächste Kurde geht raus. Ey, darf ich auf jeden Fall noch was sagen vor Kamera und so? Ey, scheiße, Digga. Dankeschön, Sammy. Oh, ich hab gezittert. Ey, danke für das Vertrauen, Jungs. Wirklich, danke. Ey, ich schwöre, Nuhat ist der krasseste Mensch, den ich je kennenlernen durfte. Ist einer der krassesten Rapper, die ich je mitbekommen durfte. Ich bin zwar weiter, aber ich hätte es meinem Bruder genauso gegönnt. Joel wird alles ficken. Ich will nur, dass er in die Top 5 kommt. Er soll einfach in die Top 5 kommen. Das ist mein Wunsch. Und was ich sagen will, ist auf jeden Fall danke an Sammy, Abel, Randy. Ja, Mann. Danke, Jungs. Abel, Amino, ganze Team auf jeden Fall, Bruder. Man darf nicht vergessen, ihr kommt auch von komischen Umständen. Und ihr habt das hier gemacht. Dankeschön, euer Bruder geht auf jeden Fall in den Whirlpool jetzt. Ich genieße mein Leben. Dankeschön für alles auf jeden Fall. Rell auch, super Typ, den gönne ich das wirklich von Herzen. Und jetzt beginnt das Turnier erst richtig, mein Bruder. Hart, Wanda. Ich kann nicht kussen. Keine Worte sind manchmal sehr viele Worte. Danke, Jungs. Kurdistan, das habe ich vergessen dazu sagen, an all meine Bidders, aber auch an alle anderen, an meine afrikanischen, an egal wer, mein Bruder. Ich schwöre. An die an alle, Bruder. Wir sind hier, Bruder, wir sind hier, Bruder, Rap La Rue. Ich konnte alle Songs, die ich präsentieren wollte, präsentieren, Bruder. Und du hast krass performt, mein Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Es war mir eine Ehre mit dir zusammen. Es war mir auch eine Ehre mit dir. Ey, Brell, ich schwöre, meine Mutter. Danke, mein Bruder. Ich mit Herz raus, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder, ich schwöre. Wenn ich rausgeflogen wäre, auch dann mit Herz gegen dich, mein Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Deshalb nur Liebe. Ja, Mann. Brell, Nuhat, wir wünschen euch. Ihr werdet von uns hören zu 1000%. Das steht schon fest. Safe, das ist gerade erst der Anfang. Ja, Mann. Gerade erst. In der nächsten Folge.
10 Minuten. 10 Minuten seid ihr angezogen und steht draußen, okay? Skandal. Auf geht's, kommt. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der letzten Folge. Das Ende. Libero. Und jetzt bringt jeder Einzelne diese Performance mit seinen Mutter ein. Sonntag, 19 Uhr. Wenn die nur wüssten, Bro. Okay, Dreddys, passt auf. Jetzt kennt ihr ja die 6 Finalisten. Okay? Jetzt kennt ihr Amo, Haaland, Eamon, Kauta, Breel, wen hab ich vergessen? Ilo. Mods, eine Abstimmung. Wer fliegt raus, Digga? Wer ist die Top 5, Dreddys? Ihr entscheidet's. Also jetzt, ihr entscheidet's nicht wirklich, aber mich würde gern eure Meinung interessieren. Einmal eine Abstimmung, Mods. Ich will gucken, was die Leute sagen. Wer schafft's nicht? Wer knickt am letzten Tag ein? Breel fliegt. Alle schreiben, Breel fliegt. Bruder. Es wird auf jeden Fall etwas passieren, was ihr nicht erwartet. Mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, dann aber kommt... Ich will nur diese, das, wie falsch die sind, weißt du? Ich bin mal gespannt, was die sagen, Digga. Alle sagen Ilo oder Breel. Warum habt... Ah, das kann man nicht alleine. Ilo oder Breel, alle Cousin. Also bei dir glauben das die wenigsten. Kauta 11%, Eamon 6, Haaland 9, Amo 3. Krass. Bruder, 1000 Leute auf Breel oder Ilo. Ja, diese 1000 Leute liegen auf jeden Fall falsch, Alter. Vielleicht. 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 Um das nicht zu verpassen, Dreddys. Schaltet ein, ey. Nächste Woche. Erzählt mir mal ein bisschen vom Live-Event Schulte, weil mein Vater kurz in eine Woche gehen? Ja, geh, aber ey, Haaland, du musst übernehmen dann. Boah, ja, boah, ja. Okay, wow. Einfach erzählen, einfach reden. Was geht ab, ey? Liegen. Was geht ab? Ey, kriegst du das weg, ja? Ey, ich bin gerade überfordert. Was habe ich gemacht? Ich glaube, ich habe... Da steht offline, Bruder. Ist alles noch da? Ja. Ey, sind wir noch drin, Alter? Bruder, ich hab einen Klick gemacht. Sieht nichts mehr, ne? Ja. Hä, wo sind wir gerade? Ey, sieht man noch alles? Okay, okay. Ey, Haaland hat deinen Stream ausgemacht. Nein. Da ist irgendwas so. Soll ich alles mal ein Glas nehmen, Cousin? Und Tee? Nimm mal einen Nana-Tee.